Recht herzlich willkommen zur 115. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal die Post gemacht und haben darüber gesprochen, dass wir hier in Altenau und Hadexen das eigentlich auch noch machen wollten oder wollen. Und dafür brauchen wir dann erstmal ein paar Haltestationen für den Post. Die sollten wir dann mal bauen. Also hier geht ja nicht, aber diagonal geht. Und hier ist das ähnlich. Dann haben wir das. Hier geht eine davor. Und hier können wir auch eine daneben machen. Machen wir sie da ein. Passt. Dann ist Altenau schon erledigt in dem Sinne. Jetzt haben wir hier noch die Fabrik, die wir daneben setzen. Und hier können wir das so lösen. Und da geht's hier hinter. So, und hier haben wir die Hauptpoststelle. Dann machen wir das dahin. Und da einfach daneben. Und da auch. So. Dann haben wir hier schon mal postmäßig gemacht. Jetzt müssen wir sie nur sammeln. Und überlegen, wo wir sie hinbringen. Ne? So, dafür brauchen wir jetzt erstmal ein Fahrzeug. Ja, eigentlich brauchen wir zwei Bullis, ne? Die das durch die Gegend bringen. Wie handhaben wir das? Gute Frage, ne? Wo war hier ein Straßenbahn? Ein Autodepot. Hier war keins. Das ist das Straßenbahndepot. Ist das? Nee, ne? Wo ist denn das hier gebaut? Hinter der Kirche, kann das sein? Da ist es, glaube ich, ne? Genau so ist es. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da mal einen Bulli und setzen den auf die Stadtbuslinien. Post Stadtbus Altenau und starten. Und den anderen machen wir Stadtbus Hadexen. Hadexen, Stadtbus Hadexen ist da. Und den starten wir auch. So, dann wird die Post schon mal untereinander gebracht. So, und dann brauchen wir jetzt noch einen, der die Post von dem einen Ort zum anderen bringt. Tja, und dann noch was macht? Gute Frage, ne? Im Prinzip. Ja, gute Frage. Also untereinander muss was passieren, ist klar. Nur in welcher Größenordnung ist die Frage, ne? Also rein theoretisch ist es ja hier die Straßenbahn, ne? Aber die geht ja gar nicht mit Transport vom Post, das geht ja gar nicht. Können wir mal gucken, ob wir da auch tatsächlich wäre da sogar was. Thüringer Waldbahn Gelenkteil. 70 Sack Post können da mitfahren. Aber leider. Ich weiß nicht, welches dazugehört. Tatra. Ja, bald beim Beiwagen, da ist er, okay. Wäre das dann der und dann der und das würde funktionieren? Das wäre ja dann gut, ne? Dann würde das definitiv diese andere Bahn ablösen. Das passt. Und die starten wir jetzt mal.
Diese Zusammensetzung kann nicht fahren, steht da. Das versteht jetzt keiner, ne? Das geht auch nicht. Geht das? Nee. Geht das? Nee. Oder noch kein Fahrplan steht da. Nee, geht auch nicht. Das ist die Frage, ne? Wie das funktionieren soll. Elektrotraktion, da wird auch nur eine angezeigt. Alles klar, das heißt, dieses hier ist so eine Kutschenbahn oder wie sehe ich das? Mach das mal weg. Mach mal den. Und der geht dann nicht, okay? Mit den Pferdchen geht keiner. Boah, das bringt's jetzt voll, ne? Jetzt haben wir alle. Auch veraltete. Postbeiwagen. Versteht keiner, ne? Wie die Zusammensetzung dieser Bahn sein soll dann. Also der ist es schon, Thüringer Waldbahn Beiwagen, aber wo ist die Thüringer Bahn dann selber? Ja, das war's dann schon wieder sozusagen, ne? Da geht dann nur der, also ist das auch erledigt. Da geht auch nur der. Da geht auch nur der. Da geht dann der. Hat keinen Fahrplan, steht da. Und das geht nicht. Nee. Das liegt einfach daran, dass das hier kein richtiger Wagen ist, ne? Wer soll diesen Zug ziehen? Das ist die Frage. Schade drum. So, jetzt können wir ganz viele verkaufen erstmal hier. Also das war eine Idee, aber hat nichts gebracht, ne? Gut. Das heißt, das Teil ist erledigt mit der Bahn. Hätten wir gerne getan, aber geht leider nicht. Das bedeutet, wir greifen wieder auf ein Fahrzeug zurück, welches nicht da ist, sondern knapp daneben da ist und ein Post-LKW ist. Und der kriegt einen Fahrplan. Das ist eine neue Linie. Und der fährt von da nach. Ah, super, da sind wir jetzt hier drin. Es läuft.
ich mache das mal zu. Hier nochmal auf den Fahrplan. Und möchte gar nicht dieses haben, sondern eine neue Linie. 62. Vielleicht ist die das ja, die ich jetzt anlegen werde. Ne, ist es nicht. Das ist jetzt mal ganz schief gegangen. Raus damit. Kurz erstmal gucken, was die 62er Linie jetzt ist. Die ist. Linie löschen. Jetzt haben wir dann Ölschiff. Das wollte ich aber auch nicht anklicken, glaube ich. Alle. Dieses war's und die können wir jetzt löschen. So, jetzt hat das soweit geklappt. Jetzt nochmal zu dem Fahrzeug. Wir bauen einen Fahrplan auf. Von da. Nach da. Machen jetzt eine neue Linie und die nennen wir jetzt um. Und zwar Post Alt Tonneau Hardeckson. Schuss fertig. Und so ist das gut und soll der starten. Jetzt heißt er natürlich genauso immer noch wie vorher. Hat gut geklappt. Ja. Gibt es jetzt die Linie Posten? Post. Ne, die Linie hat er nicht angenommen. Post. Altenau. Hardeck. So. Schuss fertig. So, der fährt. Und bringt die Post hin und her von einem Ort zum anderen. So, jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dem anderen Schiff? Von Altenau nach Döbeln oder hier mit dem die Post hier nach Floto? Gute Frage, ne? Und mit dem Zug hier rüber? Wer fährt denn hier? Ach, hier fährt Personenzug ja auch. Gucken wir erstmal, wie die belegt sind, ne? Die Personenzüge, die Schienenfahrzeuge sind das ja die. Da ist er. 100 von 208, okay. Da fährt ein einziger. Ja, da müssen wir einen Postzug dann da drauf machen, ne? Machen wir hier erstmal einen innerstädtischen Postbulli. Der fährt definitiv den hier Stadtbus ab. Riedenburg, Stadtbus Riedenburg gibt's ja nicht. Okay, das ist die Linie. Startet der erstmal. Achso, da müssen wir erstmal noch ein paar Dinge daneben schnell bauen, ne? Da einer hin. Da einer hin. Da einer hin. Da einer. Da einer. Dort einer. Hier unten auch nochmal zwei. Passt. Gut, dann fährt er jetzt schon die Post hin und her. Und dann brauchen wir noch ein Postschiff. Da. Postschiff. Und das fährt von Döbeln, nee, von Floto oder von Riedenburg nach Floto. Starten, fertig.
Das läuft und jetzt brauchen wir noch einen Zug, der die Post fährt. Ja. Den setzen wir dann noch hier drauf. Das Depot war hier hinten. Da. Und dann machen wir mal hier nur Post gerade. Sind alles Anhänger, die Post können. Ja, ganz schick, ne? Nehmen wir diese hier, oder? 2,28, die 2,31. 90, 100. 1,54, die ist noch billiger, fährt auch 100. Ich glaube, wir nehmen die. Und da hängen wir jetzt noch einen Passagier. Ein Postzug dran, nicht Passagier. Sack, 60 Sack, 80, 100, 100. €3 den Kilometer, 2,40. 1,80, 1,50. Also 3 €. Der 2,40. Nehmen wir den. Und der fährt von Hartsachsen nach Riedenburg und Start. Wartet auf freie Strecke und los geht's. So, 60 Sack Post bringt er da hin und her. Was das bringt, ist die nächste Frage, ne? Notfalls kann er ja auch noch einen zweiten Anhänger kriegen, wenn. Gut, das haben wir auch erledigt. Wie viel Post haben wir denn jetzt hier? Oh, schon 4 Stück über Riedenburg wollen da. Wie viel hat der? Nix. Das ist die interne Post von Riedenburg. Der hat schon 2 Sack Post geladen, wow. Den machen wir da hin. Na. Den da hin. Und den da hin. Jetzt brauchen wir noch den Bulli hier von. Der hat keiner. Und das ist der Bahnhof, okay. 5 Sack Post, wow. Wo ist er jetzt? Ah, fährt gerade los. Hat nicht einen Sack Post mit. Warum das nicht? Warte mal, schnellstens zurück nach Hartsachsen. Was fährt denn der? Hartsachsen-Riedenburg, das ist ja voll die falsche Linie. Maschinenfabrik Hartsachsen Baustoffhandel oder ist es Baustoffhandel? Ja, da muss er hin. Achso, dann hält er da unterwegs an. Ne, das kann er ja auch machen. Dann lass ihn da erst hinfahren. Dann dreht er jetzt gerade sofort um und fährt dann nochmal hin, ne? Es wäre ja Blödsinn, die 7 Sack Post jetzt hier nicht mitzunehmen, ne? Gut.
Okay, einer hier, drei da, keiner da, das läuft. Naja, das Ganze muss ich auch erst etablieren, ne? Ist klar. Kann er die laden? Das ist die nächste Frage, ne? Kommt jetzt an und hat geladen, gut. Wenn er die lädt, bedeutet das natürlich auch, er kann entladen. Lass uns mal schnell in Riedenburg gucken, wie viel Post da schon liegt. Okay, 19 über Flotow. Ein Sack über Adenau und Lauter. Mit der Bahn kommt noch keiner rüber, wa? Wo ist das jetzt? Da. Aber Post ist hier abzuholen, ne? Ja, okay. Das ist ja schon mal 8 Sack Post liegen da wieder. Der ist gerade erst losgefahren. Das läuft. Der fährt jetzt hier erst mit 7. Kommt aber irgendwann ins Rennen. Das ist alles für Schiff hier, ne? Wo ist der Postbulli hier? Da. Nicht erwischt. Gucken wir rein, was er dabei hat. Ja, doch schon 10 Sack Post. Riedenburg Rathaus. Direkt und über Riedenburg Rathaus. Der fährt ja hier in der Postzug, denke ich mal, würde ich hoffen. Wenn nicht, dann haben wir was falsch gemacht. Da kommt er ja schon. Durch, das ist gut. Der muss hier abbiegen. Naja, nicht abbiegt, aber was falsch gemacht. Haben wir die falsche Route gegeben. Er biegt aber ab. Sollte dann funktionieren. Floto ist klar. Kriegt aber keine Post mit. So hat entladen und kriegt aber keine. Gut, Riedenburg will da nicht liefern. Das ist für Schiff. Das ist schon einiges. Hier geht es über Altenau. Das passt. Ja, und die sind jetzt natürlich am Miesefahren, ist klar, weil die Post da noch nicht so gut ist. Und er fährt jetzt definitiv auch miese ein, weil er keine Post mitnimmt groß. So, der fährt hier unten in Riedenburg durch die Gegend. Und sammelt da Post ein, aber hat da wahrscheinlich groß kaum nichts, ne? Da gibt es auch nichts. Haben wir gerade schneller. Ne, das ist jetzt auf dem Hinweg alles. So, jetzt fährt er unten hin, ne? Zur, sag schon. So, jetzt kriegt er. Oh, schon voll. Krass. Da unten hat er voll geladen. Das geht alles über Riedenburg Rathaus, das heißt. Hier ist ein Bulli zu wenig. Zack. Starten. Kannst gleich den zweiten angucken, wie der fährt. Er hat auch Post zum Mitnehmen diesmal.
Intern. War das Schiff da oder was? Zur Sackpost, naja. Der fährt jetzt dahin zu den touristischen Zielen. Hat aber nur drei gekriegt, okay. Vier. So, jetzt. Ah, fährt zum Bahnhof. Mal schnell. Ah, sind wir zu spät, schade. Aber wir sind doch nicht zu spät, weil wir jetzt hier gleich den noch kriegen können. Okay, er hat jetzt 7 Sack Post mit für Hardexen. Ja, das ist ja schon mal was. Also läuft das auch an. Ja, der muss jetzt hier sich noch rentabilitieren, oder wie heißt das? Gut, dann gehen wir mal da hinten noch hin. Wie viel liegt jetzt hier? 30. Das ist für einen Zug. 30 Pakete oder Poste. Und der hier hat 3. Gut. Der fährt miese ein. Da muss der Bulli hier plus fahren. Der macht er aber auch nicht. Gute Frage, da muss die ganze Post herkommen, ne? Daneben ist auch vorbei. Hier kommt der Bulli jetzt. Und keinen einzigen Sack Post dabei. Läuft. Die Bahn hatte, glaube ich, 80 Sack Möglichkeiten, oder? Wo ist er? Da ist der Personenzug. Da ist die Post. 60, okay. Naja, läuft erstmal. Müssen wir uns weiter angucken in der nächsten Folge, wie gut es ist oder schlecht. Er fährt jetzt hier wieder zum Dingens hin. Zum touristischen Ziele. Wie Post kriegt er da? Gute Frage, ne? Hat er abgeliefert und kriegt 15 neue und ist 30 voll. So, jetzt müssen wir den zweiten dann noch sehen, wie weit der dann da kriegt. Der ist schon gerade weggefahren davon. Hallo, ich würde den gerne mal verfolgen. So, der fährt jetzt da runter mit 0. Nummer 0, aha, kriegt 18, kriegt 27. Okay, es hat sich rentiert, den zweiten da aufzusetzen, definitiv. Das bedeutet nämlich, dass die da beide voll fahren. Da kannst du schon fast überlegen, den dritten noch dazu nehmen zu können dann, ne? So, wer fährt jetzt zuerst da runter? Der linke eigentlich, oder? Ja. 6 und 27. Passt. Jetzt fährt der rechte da runter. Und 15. Okay, das funktioniert dann aber. Intern kann der rechte auf jeden Fall auch noch welche mitnehmen. Ja. Die fahren beide schwarze Zahlen, das ist wichtig. Läuft hier also. Alles klar, haben wir das auch erledigt. Gut, dann gucken wir uns nächstes Mal unten bei Radolfzell nochmal die Post an und danach hier. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.